Hey Leute, Gaming Office wieder back am Start. Heute ein neues Video, wie ihr extrem schnell leveln könnt. AFK natürlich wieder. Und das ist jetzt die aktuell schnellste Variante, die ich kenne. In der Videobeschreibung ist natürlich wieder ein Link zu der Spieleliste, den ihr braucht, wenn ihr das macht. Was ihr außerdem braucht, ist ein Freund. Ihr geht als erstes hier auf GTA Online, dann Spielelisten, die markierten Spielelisten. Und die heißt X16 Awesome RP. Und wie gesagt, ihr müsst euch nicht mal bewegen. Ihr müsst halt nur wieder ein Gummi um den Controller machen, damit ihr nicht wegen Inaktivität gekickt werdet. So, ihr startet einfach die Spielliste. Die Spielliste dürft, ich glaube, 5, 6 Stunden gehen. Ich bin mir nicht sicher. Plus, minus eine Stunde, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann laden wir direkt mal meinen Kollegen hier ein. So, der Sanders ist jetzt auch drin. Starten wir die ganze Kacke mal. So, wir gehen jetzt einfach schon mal auf bereit. Ihr könnt ja euren Controller dann AFK lassen. So, ganz kurz, so solltet ihr euren Controller machen, dass ihr nur den rechten Stick nach rechts oder nach links macht, dass nur die Sicht sich im Prinzip umdreht und gar nicht der Charakter selber. Ihr könnt es natürlich aber auch mit einem Gummiband machen. So, ihr spawnt dann jetzt. Ihr müsstet einfach direkt schon im Wasser spawnen. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht bewegen. Ich habe jetzt die Runde verloren, weil es die zweite Runde war. Die erste musste ich leider rausschneiden wegen eines technischen Fehlers. Und jeweils beide kriegen 125 RP. Und am Ende halt vom Match kriegt man auch nochmal RP drauf. Ja. Das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Die Playlist hat 16 Jobs. Ich glaube, ein Match geht 7 Runden. Das heißt, dass ihr ziemlich lang einfach AFK sein könnt. Ihr könnt es die Spieleliste anmachen, könnt euch für ein Mittagsstückchen 3-4 Stunden hinlegen, kommt zurück, seid 72 Level höher oder so. Von Level 0 auf 72, denk ich, kommt man schon mit der Playlist komplett hoch. Ihr seht es jetzt nochmal hier im Beispiel, ich bewege mich jetzt nicht. Ich werde die Runde wahrscheinlich jetzt gewinnen, ich gehe mal davon aus. Genau, das war's schon wieder. Also es ist wirklich, das ist auch ein gemoddeter Job, den findet man normalerweise nicht so einfach, aber es ist immer noch die schnellste Variante. Ich habe vor einiger Zeit ein anderes Video hochgeladen, wo jede Runde im Prinzip länger geht, ihr aber dafür ein bisschen mehr RP bekommt, aber dadurch, dass die Runden hier um einige schneller gehen, maximal 3 Sekunden, würde ich jetzt sagen, geht es halt extrem viel schneller. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt auch was in die Kommentare, was ihr demnächst sehen wollt. Haut da rein. Ciao.